Ich habe vor 2 Wochen ein Video gemacht zu Dr. Joe Dispensas Urformel, wie man sich selbst und seinen Körper verändern kann und ja, noch mehr Potenzial reintut. Und dazu gab es sehr viele Fragen, einige Missverständnisse, auf jeden Fall genug zu reden, dass ich ein eigenes Video mache und nicht alles in den Kommentaren beantworten kann. Hier kommt noch mal Dr. Joe Dispensers Urformel, Extended Version, wenn man so möchte. Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Susanna Belloni. Ich bin spiritueller Coach, Bloggerin und Autorin und bald auch Manifestationsexpertin, so wie einige glauben. Also, natürlich beschäftige ich mich mit Manifestationsmethoden. Das heißt aber nicht, um hier gleich die erste Frage aller Seher zu beantworten, dass mir alles so leicht fällt. Da gibt es einen schönen Spruch von Goethe, der lautet: Gott gibt die Nüsse, er knackt sie nicht. So wie jeder andere habe auch ich meine Herausforderungen, stehe auch ich manchmal am Schlauch oder schaue in die falsche Richtung, check was nicht, habe mein Karma oder wie auch immer du es nennen möchtest. Ich beschäftige mich allerdings wirklich sehr, sehr gerne mit großer Leidenschaft mit diesen Methoden, was es da alles gibt, um hier mich selbst ein bisschen zu korrigieren, zu steuern, aber bewusst mein Leben zu gestalten. Natürlich könnte ich bei einer super Methode bleiben, da ist mir aber langweilig. Ich schaue mir gerne mehrere an. Erste Frage abgehandelt. Kommen wir zurück zu Dr. Joe Dispenza. Wie schon erzählt im vorigen Video, lag Dr. Joe als junger Mann, ich schätze mal so Mitte 20, nach einem schweren Fahrradunfall sehr lange im Krankenhaus und begann sich selbst zu visualisieren, nämlich dass er gesund würde, obwohl die Ärzte gemeint haben, das wird nicht mehr. Also er wird schon noch überleben, aber er wird nicht mehr gehen können, er wird vieles nicht mehr tun können und so weiter. Und da hat er begonnen, gegenzuarbeiten. Er hat sich seinen Körper visualisiert und den, wie er krank ist, und den zurechtgerückt, ja, so dass er schließlich immer wieder seinen Körper sah, wie er gesund aussieht. Das Ganze kann man noch ein bisschen intensiver machen oder mit anderen Themen. Man kann sich schlank sehen, man kann sich muskulöser sehen. Gesünder ist sowieso klar. Man kann sich auch laufend sehen, ja, dass man irgendeinen Sport unheimlich gut kann, so wie das Sportler auch tatsächlich im Mentaltraining machen. Das heißt, er hat seine Visualisierungen waren nicht aus den Augen heraus, was er erlebt, sondern er hat sich selbst wie in einem Spiegel gesehen. Deshalb habe ich das die Spiegelmethode getauft, ja, weil man den Körper da drinnen sieht. Mit links, rechts habe ich eben gemeint, du siehst dich spiegelverkehrt. Also, deine rechte Seite ist dann im Spiegel deine linke Seite. Alles klar? Das ist also so. Das heißt, wenn du zum Beispiel Magenschmerzen hast, der Magen ist eher rechts, dann siehst du den auch auf der rechten Seite. Aber ja, wenn du da drinnen wäre er dann links. Also, wenn du dich selbst, deinen Körper siehst, wirst du dich nicht so behandeln, als ob der Magen jetzt da rechts wärst, sondern der ist eben spiegelverkehrt da drinnen. Außer es funktioniert bei dir anders als bei 99% der Leuten, passiert auch. Okay, also ich glaube, das Thema ist abgehakt. Weiter. Wichtig ist ein Element noch, das Joe Dispenza dann später weiter ausgebaut hat. Und das ist, womit du dich in diesem Moment identifizierst. In diesem Augenblick, wo du die Visualisierung machst, da bist du nicht dein Körper, da bist du deine Seele, dein Astralleib von mir aus. Vielleicht nur Licht oder was auch immer, dein Lichtkörper. Jeder nennt das ein wenig anders. Du bist auf jeden Fall so wie unbegrenzt in deinen Möglichkeiten. Du fühlst dich wohl und
Du hast einen Körper, den du wie ein Künstler, wie ein Töpfer, wie ein Bildhauer, was auch immer, formst. Das ist dein Körper, den du besitzt. Ja, da gab es ein bisschen Missverständnisse, als ich gemeint habe, man kann doch einfach nur Licht schicken, ja, auf diesen Körper, dass viele dann meinten, nein, ich bin mein Körper und der Körper schickt auf den Lichtkörper. Ja, klingt ein bisschen verworren, aber der Punkt an dieser Technik ist, ich forme bewusst meinen materiellen Körper. Und ich kann natürlich, wie schon vorhin erwähnt, auch formen, was der erlebt, was der kann, was der macht und so weiter. Und diese Methode lebt natürlich auch von der Wiederholung, von der Intensität und wie toll du das machst. Also ich lasse mich zum Beispiel gerne joggen, einen Berg hinauf und dann noch einen Berg oder hinaufklettern, leichtfüßig und so weiter. Und habe das mal eine Woche probiert mit Bergraufklettern und immer leichter und leichter werden und habe tatsächlich 3 Kilo abgenommen. Jetzt habe ich damit aufgehört, viel Weihnachtsbäckerei gefuttert. Leute, ich muss wieder ran. Tolle Technik, kann man machen. Wie gesagt, du musst dich nicht still stehen sehen, du kannst auch etwas tun, eine Fähigkeit haben. Vielleicht siehst du dich auch eine Sprache sprechen, freundlich sein, gelassen sein, was auch immer du dir wünschst. Ja, wichtig ist, in diesem Augenblick bist du allmächtig, so wie ein Engel, wie eine Göttin, was auch immer, wie du das nennen möchtest. Und dieser Körper, dieses Materielle, das lässt du das sein, was du gerne möchtest. So, ich hoffe, ich habe jetzt alle Fragen und alle Missverständnisse beantwortet. Schreib mir gern, falls noch irgendetwas offen ist oder ich wieder etwas nicht hundertprozentig deutlich erklären konnte. Ich freue mich auf alle Fälle auf dich. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal mit mehr Manifestationsmethoden, Tipps und Tricks von mir. Aloha!